ist meine nächste Show. Ich muss Ihnen sagen, ich bin persönlich ein sehr großer Freund von Game-Shows, wo so ein kleiner Moment am Ende einer Show das Leben eines Menschen verändert, und zwar nachhaltig. Ja, es gibt diese Momente, wo man sagt so, es gibt etwas zu gewinnen, und bei mir gibt es jetzt gleich etwas zu gewinnen, aber nicht am Ende einer stundenlangen Show. Nein, ich verspreche Ihnen, einer von Ihnen hier wird am Ende dieser Show, die hier gleich startet, und zwar innerhalb der nächsten 15 Minuten mit einem Auto nach Hause fahren, wenn Sie jetzt einschalten. So unanfassbar aus Köln, die kürzeste und spannendste Game-Show in der deutschen Fernsehgeschichte. Sie können hier gleich etwas mit nach Hause nehmen, ein brandneues Auto. An dieses brandneue Auto kommt man sonst nur so schnell, wenn man sich eins kauft. Aber Sie können es heute hier gewinnen. Wenn Sie jetzt einschalten, haben Sie vielleicht mit etwas Glück die Chance auf dieses wunderbare Auto. Es geht so. Sie müssen in 4 Spielen so nah wie möglich an dieses Auto kommen. Was Sie nicht dürfen, ist dieses Auto berühren. Dann sind Sie raus. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben Ihnen vor der Show Blätter gegeben. Alle von Ihnen haben Blätter, richtig? Schauen Sie mal ganz kurz unter Ihre Sitze. Diese Blätter werden Sie jetzt gleich brauchen. Ich gebe Ihnen nur vorher noch einen ganz kleinen Tipp. Das ist die beste Show der Welt. Schalten Sie jetzt kurz ein, weil gleich müssen Sie was machen mit Ihnen Blättern, dann können Sie nicht mehr einschalten. Alle jetzt einschalten. Alle einschalten. Haben Sie alle eingeschaltet? Kurze Überprüfung? Ja, weil Sie wollen ja auch das Auto gewinnen, richtig? Genau. Dann fangen wir an mit Runde 1 von Unanfassbar. Ihre Aufgabe ist nichts anderes, als aus diesem Blatt Papier jetzt einen Papierflieger zu bauen. Wie der aussieht, egal. Das Ziel dieses Papierfliegers ist, Ihnen gleich auf ein Kommando abzuwerfen. Wenn Sie so nah wie möglich an diese Linie herankommen, ist alles in Ordnung. Berühren Sie die Linie oder berühren Sie das Auto, sind Sie leider raus. Ich suche 4 Spieler für die nächste Runde, und die spielen dann im Knockout-System um den Einzug ins Finale. Nehmen Sie sich Zeit. Es geht um ein Auto. Keine Hektik, keine Hektik. Es muss ein guter Flieger sein. Bei Fliegern denkt man ja immer so, ne, ich weiß, wie es geht. Und am Ende ist man dann überrascht, wie krumm er fliegt. Machen Sie lieber einen einfachen Flieger als irgendwas Kunstvolles. Wenn Sie einen Flieger fertig gebaut haben, einfach mal die Hand heben, dass ich einen groben Überblick habe, wie weit wir sind. Papierflieger sind fertig. Hervorragend. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. 4 von Ihnen sehe ich gleich hier unten. Viel Erfolg. Runde 1 frei. Start. Oh, sehr gut. Hier vorne ist einer sehr nah. Oh. 10, 9. Wahnsinn. 8, alle haben geworfen. 7, nein, da kommen noch welche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die erste Runde ist vorbei. Oh. Das tut weh. Ich sammle kurz ein. Die erste Runde ist vorbei. Ich denke, die 4 nächsten kann man auf jeden Fall schon mal die 3 hier mitnehmen. Ich nehme diese 3. Gebt ihr mir da recht, liebe Schiedsrichter? 1, 2. Stopp, stopp, stopp. Der erste ist disqualifiziert. Der wurde aus dem Publikum noch mal unten weitergeworfen. Oh, bitte verlassen Sie irgendwo das Studio. Dann sind die beiden, ne? Da ist keiner mehr. Ja, die beiden, 3, 4, das sind meine Spieler. Den Rest können wir entfernen. Ich werde jetzt gleich Block und Platz verlesen. 4 Menschen werden gleich ausrasten vor Freude und spielen um dieses wunderbare niegelnagelneue Auto. Block A, Platz Nummer 43 bitte ich zu mir. Dann haben wir Block E, ebenfalls Platz Nummer 43. Ich hoffe, alle haben noch einen Führerschein. Block H, Platz 002. Komm gerne dazu, komm gerne dazu. Und Block G, Platz Nummer 6. Hallo, guten Abend. Servus, Joko. Hallo, Ben. Oh, guck mal hier. Mädels, Mädels, Jungs, Jungs. Grüß dich. Joko, hallo, freut mich. Alle einen Führerschein? Ja. Führerschein? Führerschein? Ja. Führerschein? Ja, halb. Halb? Ja, Motorradführerschein. Motorradführerschein. Ja, machst du 2 Reifen ab, kannst du mit Motorrad nutzen.
Wunderbar. Ladies and Gentlemen, das war die erste Runde. Hattet ihr irgendeine Taktik? Habt ihr irgendwas besonders gemacht? Hattet ihr schon mal Erfahrungen mit Papierfliegern bei euch? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee. Glück gehabt einfach. Ja. Bei dir irgendeine besondere Taktik gehabt? Ich bin irgendwas? Kinderbetreuerin und da macht man das ziemlich oft. Ah, guck mal, da ist die Berufswahl entscheidend. Nee. Bei dir auch nicht. Wunderbar. Es geht weiter in Runde 2. Runde 2 heißt Alufolie rollen. Ja, die Regeln sind genau die gleichen. Das heißt, wir spielen von hier an. Ihr rollt die Alufolie und wer am nächsten ans Auto rankommt, ist derjenige, der ins Finale einzieht. Das heißt, wir spielen 3 Runden. Am Ende bleibt nur die eine Person übrig, die quasi nicht mit in Runde 3 einzieht. Habt ihr das soweit verstanden? Wunderbar. Auf mein Kommando heißt es Start und dann rollt ihr bitte alle gleichzeitig los, dass keiner eine Technik bei dem anderen abgucken kann, okay? Wunderbar, dann Runde 2 frei. Start. Und los, 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 los. Ach so, A-Moll oder was? Ach. Oder darf ich 2? Hä? Ach. Darf ich die 2? Nee, eigentlich darfst du es nicht. Naja, gut. Das Problem hat sich von alleine gelöst. Das, tut mir leid, das heißt, wir haben aber das Problem tatsächlich, dass du gerade eigentlich schon berührt hattest. Ach so, ihr meint, ihr darf das weiterholen, oder? Nee, deswegen hatten wir extra die Linie aufgeklebt. Wir machen ja aber so oder so, es ist ja nicht weiter schlimm, ja. Weil wir nehmen den, der am nächsten dran ist. Du bist jetzt eh raus, weil du hast berührt, ist nicht schlimm. Okay. Das heißt, du bist eine Runde weiter. Du kannst dich schon mal hinsetzen und ausruhen. Großen Applaus. Wir holen neue Alufolienrollen und dann gleiche Chance für euch. Das heißt aber, jetzt weißt du es ja, einfach nur einmal ansetzen in einem Rollen und versuchen, so nah wie möglich ans Auto ranzukommen und auf gar keinen Fall das Auto zu berühren. Hinterscheid. Nee, jetzt nicht, Herr Häufer-Umlauf. Hinterscheid. Ja, was denn? Hast du dir da vielleicht nicht so Gedanken drum gemacht, um die Regeln vorher? Ja, ich war so geflasht, dass es ein Auto zu gewinnen gibt. Ach so. Wenn man so eine Show anbietet, die auch Leute gucken sollen, muss man die Regeln auch, also erstmal muss man sich die gut ausdenken. Und dann muss man die halt auch gut erklären, weil ansonsten können die Leute ja nichts dafür. Jetzt hast du Glück gehabt, aber so eine richtig gute Show, ich habe das eigentlich, ne? Ich habe die Regeln ja erklärt, aber ich habe eingangs, als ich in die Sendung reingekommen bin, schon gesagt, es kann sein, dass heute Abend das ein oder andere passiert, was so nicht geplant ist. Das ist jetzt passiert. Ich habe dazugelernt, falls ich diese Sendung in Serie produzieren werde ohne dich, weiß ich, dass ich an diesem Regelwerk noch ein bisschen fallen muss. So, jetzt sind die Regeln aber klar, ja. Ne? Wir haben sie alle verstanden. Jetzt bitte ich euch abermals, hinzuknien, an die Alufolie ranzugehen, zu rollen. Wer am nächsten ans Auto drankommt, ist eine Runde weiter. Wer es berührt, ist raus. Start. Du hast mein Auto. Alles gut? Ein bisschen quer. Das ist jetzt ein... Das sind so Dinge, die kann man nicht proben, ja? Die passieren dann einfach live in der Show. Das Gute ist, es hat sich jetzt schon gelohnt, dass man das Regelwerk so aufgestellt hat, dass der am nächsten dran ist, eine Runde weiter ist. Das heißt, du bist eine Runde weiter. Gratulation. Jetzt spielen wir eine letzte Runde. Die Alufolien können eingesammelt werden. Eine letzte Runde um den Einzug in Runde 3. Das ist lustig, wir haben es bestimmt 1500 Mal gespielt. Das ist nie passiert. Du kannst tatsächlich, wenn du möchtest, dich schon zur Seite stellen. Ihr könnt euch ein bisschen weiter auseinander, dann stelle ich mich in eure Mitte. Komm, ich nehme dich mal mit. Okay. So, da kannst du dich hier auf die Siegerbank stellen. So, bitteschön. Es geht um ein niegelnagelneues Auto, was derjenige von euch, der am Ende im Finale das Auto nicht berührt, sondern am nächsten dran ist, mit nach Hause nehmen darf. Ihr seid bereit? Wer von euch beiden kommt mit in Runde 3? Wir werden es jetzt erfahren. Start. Oh. Oh, das wird knapp. Nein! Das gibt's ja gar nicht! Du bist leider übergetreten und obwohl du es wirklich schlecht gerollt hast, muss man sagen, bist du da vorne abseits des nichts gewesen. Du bist aber eine Runde weiter. Dir Gratulation. Von dir müssen wir uns leider verabschieden. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich 3 Teilnehmer für Runde 3. Und da sage ich schon mal, holt tief Luft. Jetzt gleich müsst ihr amtlich pusten. Runde 3.
für Runde 3. Kommt gerne schon mal ein Stück mit. Haben wir Federpusten vorbereitet. Ich erkläre es euch. Hört mir jetzt bitte ganz genau zu. Die Regeln sind sehr wichtig in diesem Spiel. Federpusten bedeutet Folgendes. Ihr sucht euch gleich selber eine Feder aus. Das heißt, ihr habt es selber in der Hand. Und es gilt, die Feder pustenderweise und nur pustenderweise in der Luft zu halten und damit so nah wie möglich ans Auto ranzukommen, ohne es zu berühren oder die letzte Linie hinten vorm Auto zu berühren. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie es funktioniert, weil es ist nicht so leicht. Man nimmt die Hand hoch, die Feder ebenfalls und pustet dann. Das heißt, so funktioniert es. Es ist das gleiche Prozedere. Das heißt, der am nächsten rankommt, der zieht dann ins Finale ein. Wir spielen dementsprechend 2 Runden. Sucht euch selber eine Feder aus. Ich lege meine mal wieder mit rein. Nicht, dass es nachher heißt, das war die Gewinnerfeder. Und damit hätte ich sie rausgenommen. Ah, guck mal. Aberglaube? Ja. Ja? Regeln sind aber klar, richtig? Ihr wisst, wie es geht. Hochhalten, pusten und wirklich nur mit Pusten so weit wie möglich ans Auto herantragen. Alles gut bei euch? Verstanden? Ja. Gut, dann bitte ich, achtet auf das Signal und damit fangt ihr einfach an zu pusten. Start. Gut. Ja, die ist weg. Ich glaube, wir haben jemanden, ne? Aber lassen wir ihn. Lassen wir ihn. In der Theorie ist es ja noch möglich, dass er das Auto berührt, dann ist das Spiel vorbei. Warum hört er denn jetzt nicht auf? Hör doch auf! Hör auf! Hör doch auf jetzt, bevor du das Auto... Hör doch auf! Hör auf! So! Aber du hast es richtig gemacht. Du bist schon mal im Finale. Glückwunsch! Man muss kurz festhalten, Sven. Der Aggregatzustand deiner Hand hat sich missverändert. Er ist mittlerweile flüssig. Ja. Eben war er noch fest, jetzt ist er sehr flüssig. Du bist schon beim Finale. Stell dich gerne eins nach hinten. Das ist dein Applaus. Du hast nämlich die Zeit auch noch genutzt, um ein bisschen zu trainieren fürs Finale. Für euch beide gilt, nehmt euch gerne noch mal eine neue Feder. Ja, ich bin gerade, irgendwie bin ich gerade so, ich wollte das gar nicht, aber ich bin gerade so richtig ausgerastet hier. Als du da einfach nicht aufgehört hast. Ne? Also ich dann dachte, wenn der jetzt das Auto berührt, was ist denn dann? Der hat doch längst gewonnen. So, es geht eine Runde weiter. Die gleichen Spielregeln wie gerade. Das Auto wird auf gar keinen Fall berühren. Ihr seid bereit. Ihr wartet auf das Signal und dann geht's los. Jetzt bin ich selber auch gespannt. Es geht ums Finale. Start. Oh, Home Run. Da hat einer die Spielregeln kapiert. Und Feierabend. Glückwunsch! Du bist im Finale. Von dir müssen wir uns leider verabschieden. Es hat nicht sollen sein. Sven und Nico, kommt zu mir. Jetzt geht's Richtung Finale und jetzt geht's um dieses Nigelnagelneue. Habt ihr schon ein Auto? Ja. Du hast schon ein Auto? Ja. Wo ist denn dein Platz? Haben wollen den Wagen? Ja. Bei dir das Gleiche? Natürlich. Natürlich, wunderbar. Dann haben wir 2 Menschen, die Bock haben auf dieses Auto. Und hier ist dein Finale. Das war ja nett von dir, Klaas. Ja, stimmt. Das ist das große Finale. Sven und Nico spielen um ein Auto. Wir gehen einfach mal rüber zu diesem Bürostuhl hier. Das sind keine normalen Bürostühle, das sind Bürostühle ausgestattet mit Feuerlöschern. Diese Feuerlöscher sorgen für Vortrieb. Ihr werdet euch gleich beide an den beiden Ecken dieses Studios in ein solches Gefährt setzen. Drückt auf die Feuerlösche und generiert damit Vortrieb. Es gibt eine Komplikation. Ihr seht nichts. Ihr könnt selber nicht einschätzen, wie nah ihr am Auto seid. Das heißt, es wird den Moment geben, wo ihr sagen müsst, okay, ab hier spiele ich nicht weiter, hier bleibe ich stehen. Dann bitte ich euch, sagt nicht Stopp oder sowas, sondern hebt einfach nur die Hand, dass ich weiß, es ist Feierabend, weil mit dem Wort Stopp könnt ihr dem anderen unter Umständen Orientierung geben, wo ihr seid, vor oder hinter, dann kann er nochmal nachlegen. Deswegen einfach nur, wenn ihr fertig seid, die Hand heben. Verstanden? Wunderbar. Es gibt natürlich noch ein anderes Problem. Für den Fall, dass einer von euch in das Auto reinfährt, ist da ein Schaden dran, dann hat man das nicht gewonnen, aber zumindest hat man dem anderen den Preis ein bisschen kaputt gemacht. Gut, Sven, Nico, ich drücke euch die Daumen, ich setze mich gerne zu Tom rein. Ihr könnt auch bremsen tatsächlich. Ich zeige es dir nochmal hier. Nico, du kannst auch bremsen, da vorne ist eine Bremse, das wird der Ivo dir aber auch gleich nochmal im Detail erklären, dass du alles weißt, was du wissen musst. Sven? Okay.
Okay. Du bist sehr angespannt, ne? Geht? Guck mir nochmal tief in die Augen. Wenn du jetzt ganz nah an das Auto ranfährst und es nicht berührst, ne, dann musst du mit dem Ding nie wieder fahren. Dann kannst du mit diesem Auto nach Hause fahren. Okay? Ich drück dir die Daumen, viel Erfolg. Das Gleiche gilt für dich. Nicht, dass es hier nachher heißt, ich werde parteiisch. Viel Erfolg. Du machst das schon. So, Brille runter. Ich sage viel Glück, viel Erfolg. Es geht um ein niegelnagelneues Auto. Start. Okay. Seid ihr euch ganz sicher? Ich frage einfach nur noch mal, ob ihr euch ganz sicher seid, dass das an dieser Stelle vorbei ist. Wenn ja, hebt die Hand. Nico, ist es sicher? Sven auch? Hebt die Hand, wenn du dir sicher bist, wenn du noch mal... Okay, die Hand ist gehoben. Ladies and Gentlemen, das ist der Moment, wo unanfassbar unfassbar wird. Hier hat gerade jemand ein Auto gewonnen, weil er in einem Feuerlöschermobil an das Gleiche näher herangefahren ist. Nehmt die Brillen ab. Du hast gewonnen! Komm raus, ich zeig's dir. Alles gut? Oh, leck. Oh, leck. Setz dich rein, komm einmal mit rum. Ich mach den Wagen auf. Das ist dein neues Automobil. Ach du Scheiße. Nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch, Glückwunsch. Genieß es. Dieser junge Mann macht gerade den Führerschein. Dieses Auto ist mein Geschenk an ihn. Das war unanfassbar. Wir sehen uns demnächst bei Sat.1, gehe ich davon aus, um 19 Uhr. Vielen Dank. Kopf hoch. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Da ist gar kein Motor drin. Nein, vielen Dank, dass du mitgebracht hast. Das ist nochmal dein Applaus. Bitteschön. Ja, einer bekommt ein Auto, ne? Warte. Du alter Ganove. Ja, was für alter Ganove. Wo hast du denn das Auto her? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Das ist doch teuer. Ja, das habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt. Glaube ich. Das war, hat Bock gemacht. Ob sie ein- oder abgeschaltet haben, das zeigt uns die Quote und so sieht sie aus. Klaas hatte natürlich recht, ne? Dass in dem Moment, wo klar ist, dass ganz viele Leute nicht mehr gewinnen können, das Interesse verloren geht. Ich weiß nicht, das war schon sehr spannend. Ja! Aber 77%? Ah, gut. Ist natürlich... Ja. Guck mal, weißt du, was geil ist? Ich hab so, weißt du, was jetzt für mich gut ist? Ich hab so Größe bewiesen vorher, hab gesagt, es war wirklich eine tolle Sendung und so. Ja, und... Bin trotzdem vorne, weißt du? Ich bin so super sympathisch jetzt. Absolut. Du hast zwischendrin noch ganz freundlich die Leute zum Sitz geführt. Da kam der Empathiefaktor auch noch mal raus. Also win, 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 win für dich.